Es ist sehr, sehr speziell. Ich denke, für alle Mannschaft, alle Trainer, es ist sehr speziell. Du hast kein Lärm. Du schießt aufs Tor, du machst einen Top-Pass, auch du machst ein Goal und du hast nichts passiert. Wir hoffen, dass es bald nicht mehr so ist, sondern dass wir wieder in einem vollen Stadion punkten können. Aber das ist natürlich schwer, den Spielern vorher zu sagen, hey, pass auf, ihr dürft euch nicht freuen. Und gerade in unserer Situation, wo da unheimlicher Druck drauf war, einfach durch diese Geschehnisse in den vergangenen Monaten, war das ein Brustlöser. Und ich glaube, das ist dann einfach schwierig. Und da hoffe ich, dass die Menschen uns dem Ganzen auch ein bisschen einfach Verständnis zeigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich kenne es von der A-Jugend. Ich war ewig lang A-Jugendtrainer, fast 2 Jahrzehnte. Von dem her, ich habe es wirklich vom Gefühl her, ich war so vorbereitet aufs Spiel, dass ich es nicht als insgesamt als fremd empfand.